Mechthild von Magdeburg rief im 13. Jahrhundert die Menschen zur Aufmerksamkeit für sich selbst und andere auf. So ist sie besonders geeignet, als Symbol für Zivilcourage in Magdeburg zu stehen. Zivilcourage ist etwas, was uns zusammenbringt, was sowas ist wie ein Kitt in unsere Gesellschaft. Und die Hochschule ist auch der perfekte Ort, um sich mit solchen immens wichtigen Thematiken zu beschäftigen. Wir freuen uns über jeden Studierenden, egal jede Hautfarbe, egal jeden Geschlechts. Wir freuen uns auch über jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die bei uns unsere Diversität erhöht. Wir haben im Moment in der Tat eine geringe Diversität, sowohl bei den Studierenden als auch bei den Beschäftigten. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir als Hochschule es schaffen würden, in dieser Stadt auch etwas diverser zu werden, weil wir eine Magnetfunktion ausüben. Wir erlauben es auch, die Stadt sich vielleicht ein Stück zu öffnen. Aufmerksamkeit ist notwendig, wenn Menschen diskriminiert, bedroht oder angegriffen werden. Dann braucht es andere, die sich zivilcouragiert einmischen. Darauf macht zukünftig eine neue Straßenbahn aufmerksam. Zum bundesweiten Tag der Zivilcourage präsentierte sie sich der Öffentlichkeit. Auf der von der Initiative Hingucken, Denken, Einmischen gestalteten Straßenbahn wirbt Mechthild von Magdeburg gemeinsam mit anderen Menschen und Orten aus Magdeburg für Vielfalt, Weltoffenheit und Demokratie. Die katholische Erwachsenenbildung ist seit vielen Jahren Träger der allgemeinen Erwachsenenbildung, aber mit einem starken Schwerpunkt auch in der politischen und interkulturellen Bildung. Wir erreichen über unsere Angebote und Seminare Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zu diesen Themen, sei es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kinder- und Jugendhilfe, seien es Auszubildende der Stadtverwaltung, seien es auch kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir versuchen, für diese Themen zu sensibilisieren, sie sprechfähig zu machen in Auseinandersetzungen, sie zu gewinnen als Botschafter und Botschafterinnen für Vielfalt und Weltoffenheit. Im Regelverkehr der MVB erinnert sie beständig daran, wie notwendig unsere Aufmerksamkeit für unsere Mitmenschen ist. Aber auch, wie sehr Magdeburg von Einflüssen von außen geprägt ist, davon profitiert hat und weiterhin profitiert. Schon seit 2008 gibt es diese Straßenbahn. Seit Mitte September 2020 mit neuer Gestaltung.